Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest The Epic Journey mit mir und euren Noob. Wir sind jetzt in den Obsidianhallen. Wie gesagt, auf episch und noch halten wir uns ganz gut. Ich würde mir zwar ein, zwei Stufen höher wünschen. Wir sind ja Stufe 58 und die meisten Gegner sind auf Stufe 60. Ja, hier haben wir zwar auch ab und zu mal so ein 58er mit bei. Ja, aber dann ist es so. Wir wollen jetzt die Obsidianhöhlen etwas erforschen. Na, zum Beispiel auch noch so ein Typen hier. Komm, den locken wir mal. Ja. Der uns mit seiner Todesstrahlung... Der macht uns langsamer. Oh, hat aber eine Weile gedauert. Hat eine Weile gedauert. Hier haben wir noch einen. Das sieht manchmal so aus, als ob wir diesen Buff da oben zweimal drauf haben. Aber das ist dann tatsächlich, dass uns die Todesstrahlung schadet. So, wer haben wir denn hier? Eine Frostgeißel. Komm. Mal ein bisschen vorsichtig. Oh. Jetzt können wir uns auf die raufstürzen. Na komm schon. Erstmal den Magier fertig machen. Der schadet uns mehr. So, ein Korb. Wie sieht es denn da hinten aus? Hier hinten ist nichts mehr, ne? Hier? Das ist nur so, oder? Schauen wir mal. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Doch, hier hinten ist noch was. Wusste ich doch. Und in diesem Knochenhaufen dort verbirgt sich ein legendärer Gegenstand. Was ist denn das hier? Eine Pyromantin. Oh, her mit dem legendären Gegenstand. Hm. Doch nicht. Zurück. Oh, nutze ich jetzt hier dieses Adrenalin, um schneller zu laufen. Aber das bleibt dann auch noch, oder? So, ihr musstet auch mal ran. Ah, ihr dürft bestimmt auch noch. Ihr dürft noch ein paar Mal... Na, er haut ein paar Mal daneben. So. Da verstecken sie auch noch ein paar Untote. So. Bogenschützen. Die sind schon... So, kommt mal her hier. Ah, diese hier meine ich. Diese hier. Und kommen gleich drei von der Sorte. Ein Finsterdrache. Aber ihr seht schon, die sind wirklich schon... Ja. Stufe 61. Also, geht. Es geht. Kann man machen. Man kann sich hinstellen. Man kann auch ausweichen. Brauche allerdings auch dann schon mal ein paar Energietränke. Ein paar Gesundheitstränke. Da muss man schon ein bisschen zuhauen. Eigentlich den hier, ne? Da schätze ich dann wirklich die Verteidigungsqualität. Oder zumindest der Schutz auch gegen Feuer.
Haben wir noch ein paar. Da können wir mal wieder unsere Phalanx einsetzen. Das geht dann mal ein bisschen schneller. Und übt sich. So, okay, dann geht's weiter. Ah, hier haben wir den Brunnen der Wiedergeburt. Das ist gut. Aber hier haben wir noch eine größere Höhle. Soweit wie mir in Erinnerung ist, müssen wir uns auch hier nochmal durchkämpfen. In der Zwischenzeit haben wir mehr. Noch mehr kannst du nicht. Oh, mehr können wir nicht tragen. Haben wir mehr an Energietränke als an Gesundheitstränke? Na gut. So, wir werden ein bisschen Gold, uns ein bisschen Gold besorgen. Also wieder zurückkehren nach Nevusaro, nicht nach Chang'an. So, das machen wir mal. Um unsere, ja, und unseren Inventar ein bisschen zu entledigen. Unsere Stoffe können durch Magie kein Feuer fangen. Ich glaube, so richtig was Wertvolles hatten wir hier nicht mit dabei. So, diese Ringe machen wir hier mal mit weg. Und das hier, das andere behalten wir. Das Lager ist jetzt auch vergessen hier nicht. Ne? Das wäre schade, was bringt das denn eigentlich? Ist ja Schluss bei 125.000 an Gold. Das ist jetzt natürlich alles hier irgendwo nach oben gekappt. Hier muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, was ich verkaufe. Aber ich brauche das. Ich brauche das Gold. So, jetzt haben wir wieder 6,8 Millionen. Haben wir wieder ein bisschen was. Wir kehren erst einmal wieder zurück. Was machen wir? Ja. Den sammeln wir auch. Den wollten wir ja aufsammeln. 56. Ah, noch schon ein bisschen hier. Komm schon. Oh. Zombies, Untote. Hier wird schön rumgestochen. Ja, das brauchen wir. Was ist denn das hier? Der sah da so riesig aus. Ach nee, ist es nicht. Ist so wie immer. Die Todeslanzen. Die will ich nicht unter legendär begegnen. Eigentlich nicht. Geisterleiche. Was war das? Das gibt's doch wohl nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Das war doch bestimmt der hier. Jetzt hat er das schon wieder getan. Und hat einfach die Buffs bei mir weggehauen. So, und auf diese Tastaturen 7 und 8 kann ich dann doch nicht so schnell zurückgreifen. So. Na. In die Mitte laufen wir auch nochmal. Da habe ich noch ein paar Dragoner gesehen. Alles, was hilft. Hier. Oh, da haben wir nochmal so einen Drachen. So ein Finsterdrache.
Ja, haben wir aber schon fast wieder die Hälfte voll. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. So. Stören mich immer die Gegenstände. Jetzt weiß ich, warum es immer so eine Filter gibt. Vielleicht arbeiten ja auch einige von euch damit, dass während des Kampfes diese Gegenstände komplett ausgeblendet werden. Und erst wenn man die einsammeln möchte, den Filter wieder reinhaut. Aber ich glaube, das ist für mich ein bisschen zu viel. Die lasse ich mal lieber drin. Also alles, was so gelber oder bis gelben Gegenstand oder ab gelben Gegenstand. So, ja, auch nochmal ein bisschen plündern. Und das sieht jetzt schon ganz gut aufgedeckt aus. Ja. Ah, das ist jetzt... Also ich bin eigentlich zufrieden. Eigentlich bin ich mit der Entwicklung unseres Nobs zufrieden. Ich bin auch hier mit diesem Gegenstand, den wir gefunden haben, dass wir jetzt auch ein bisschen mehr an Energie zur Verfügung haben. Ich muss zwar immer noch ausreichend Energietränke einsetzen, aber was soll's. So. Jetzt habe ich das wirklich mal mit der Maus aufgesammelt. Jetzt müssen wir aber schon fast durch sein, ne? Oh, da haben wir nochmal ein... Oh, gut, das ist... Das sollte mir bei Typhon passieren, dass ich mich verklicke. Wow! Das sieht natürlich toll aus. Okay, die Phalanx lenkt jetzt ein bisschen ab. Aber die Magier, die wurden schon erwischt. Also außer der hier. Das hätte aber auch nochmal eine brenzlige Situation sein können. Insbesondere, ich glaube, hier standen bestimmt 3 oder 4 Magier. Ja. So, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Den Typhon. Aber ein bisschen brauchen wir noch. Wir müssen erst einmal versuchen, hier an diesen Ormenos vorbeizukommen. Ormenos auf episch, liebe Leute. Stufe 63. Wir sind hier voll, jetzt fast voll. Die unnachgiebige Phalanx hat noch aufgeladen. Wir haben ca. 150 an Gesundheitstränke sowie an Energietränke. Und jetzt geht's los. Wir schauen uns, bin ich vorbereitet? Ich hoffe, ich bin vorbereitet auf den Telkinen. So, dann schauen wir mal, was der uns bringt hier, ne? Erstmal schauen. Ein bisschen ausweichen. So, wir können mal ruhig gleich hier unseren... die Phalanx holen wir ja auch gleich mal zur Hilfe. So, haut drauf, haut drauf. Ein bisschen Mut zusprechen. So, okay. So, jetzt sind wir wieder klein. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen was aufpassen. Hier Felsen mal ausweichen. So, hier müssen wir auch ausweichen. Hier ein bisschen, ja, so. Und wieder ran. Und wieder ran. Unsere Buffs sind alle noch aktiviert. Ah, jetzt wurden wir getroffen. Ne, die können ruhig ankommen. Die Feuerfeen. Der saugt wieder was ab. Der saugt ab, der Hund. Aber wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt.
12.720 Punkte hat uns das gebracht. Und 70.000 nochmal oben drauf. Sehr schön, sehr schön. Sind wir wieder ein Stückchen weiter. Wir können die mystische Kugel öffnen. Eine Sichel brauchen wir sicherlich nicht. Aber wir haben die Armschienen des Kriegers erhalten. Das ist... das ist ein Set-Gegenstand. Und ich mag mich daran erinnern, dass wir auch schon, glaube ich, ein oder zwei, mindestens ein, glaube ich, davon haben. Ob uns das was bringt, weiß ich nicht. Ich sammle erstmal alle Gegenstände mit ein. Genau. Ja, mehr gibt es hier nicht zu holen. Wie gesagt, die Sichel brauchen wir nicht. Die haben wir ja bereits. So, und dann betreten wir das geheimnisvolle Portal Richtung Olymp. Da sind wir. Jawohl, jetzt sind wir wieder da auf dem Olymp. Und wir müssen uns jetzt natürlich noch ein bisschen durchkämpfen. Ja. Hier oben. Und da sehen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Das wird sicherlich jetzt noch mal einen Moment mit dauern. Das sehen wir uns in der nächsten Folge mit an, wie wir uns Richtung Typhon kämpfen. Also bis zum nächsten Mal. Ne? Sagt euer Beardman. Tschüss, Leute.